Tag Leute und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Quick and Dirty und es ist mal wieder Zeit, ich habe wieder einiges gezockt, einiges was wieder rausgeknallt werden muss und diesmal ist es tatsächlich eine Folge, bei der ich ganz wenig Schachteln noch physisch vorhanden habe, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass mir die Spiele diesmal alle nicht so gut gefallen haben oder mich zumindest nicht so überzeugt haben. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Videos, wo irgendwie jedes Game irgendwie geil war, wo man jetzt sagen könnte, der Potti, der findet ja alles nur geil. Ne? Und jetzt hat man ein Video, wo es mal ein bisschen anders ist, wo halt viele Spiele wieder ausgezogen sind, weil sie mich auch nicht überzeugt haben. Und ja, vielleicht bin ich einfach jetzt mittlerweile an einem Level angekommen, wo ich halt auch ja, krasser selektiere als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Da werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass es diesmal nicht so viele Spiele sind. Und da muss ich mal gucken, vielleicht blende ich da noch die Box ein, muss ich mal schauen. Ansonsten, ja, kennt ihr das Ganze, 2 bis 3 Minuten ungefähr pro Spiel. Ich werde auch vielleicht mal gucken, dass ich so ein bisschen was vom Material zeige. Und ansonsten, ja, solltet ihr jetzt das erste Mal auf meinem Kanal gelandet sein, vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich glaube, da unten. Und ja, aktiviert die Glocke, damit ihr beim Start seid, wenn ich wieder neuen Content bringe. Reicht jetzt auch genug der Werbung? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, das erste Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist Clash of Rage. Und Clash of Rage, habe ich glaube ich auch schon mal was zu erzählt, ist im Prinzip ein Skirmisher mit riesen fetten Miniaturen. War ein Kickstarter und war auch in der Spieleschmiede. Ihr seht es hier nochmal drauf. Wir bauen halt hier so unser Board auf. Dann gibt es hier so Elfenstädte, an denen quasi NPCs rumlaufen. Es gibt noch Elfenminen, die wir einnehmen können, um eben dort dann Gegenstände zu schmieden. Wir müssen Kristalle einsammeln. Dafür bekommen wir dann hinten raus Siegpunkte, wenn wir auch dann so legendäre Gegenstände haben. Es gibt halt ganz viele verschiedene asymmetrische Fraktionen. Man kann denen halt noch so Waffen aufsetzen, Rüstungen aufsetzen und so weiter und so fort. Das Ganze wirklich, wirklich easy eigentlich im Gameplay. Ich habe es jetzt, wie gesagt, schon ein paar Mal gezeigt, aber es ist einfach immer wieder geil. Und ich, also ich glaube, jetzt bei jedem Mal, wo ich das Spiel vorgestellt habe, habe ich einfach darauf hingewiesen, unabhängig davon, dass eben auch die Figuren auch echt recht nice sind und auch echt groß und mit einer geilen Qualität sind, finde ich halt auch, und das war eigentlich ziemlich geil, als ich das erste Mal gesehen habe, es gibt eben Holokarten, das sind eben diese legendären Items, die man dann da craften kann. Ansonsten seht ihr das hier, ganz klassisch Initiative, welche Einheiten bringe ich rein, wie viel Gold habe ich und dann kann ich halt, je nachdem, welche Aktion ich ausgeben möchte, eben Rüstungen und Waffen kaufen. Ja, die lege ich dann einfach an, die haben nochmal ein paar Gegenstände. Es gibt ein paar Fähigkeiten. Was ich halt spannend finde an dem Spiel, ist eben, wenn ich da reinmarschiere mit meinen Einheiten oder angreife. Also auch hier, ihr seht es nochmal, ne, das ist echt eine ganze Menge cooler Stuff drin. Und was ich ja mal schon ganz geil an dem Spiel fand, ist immer, wenn ich angreife, ist es so, dann wird im Prinzip geguckt, welche Einheiten habe ich dabei. Und dann wird eben geschaut, welche Einheit hat die meisten Angriffswürfel und die würfel ich dann. Also das addiert sich nicht pro Einheit, aber alle Fähigkeiten von den Einheitentypen, die mit dabei sind, werden mit dazu gerechnet. Fand ich immer super cool, hat immer super viel Spaß gemacht bisher. Spielt sich schnell, ist schnell erklärt und es gibt immer hart auf die Schnauze. Und das fand ich persönlich immer schon super, super witzig. Und ja, dementsprechend bei mir wieder in der Liste drin, hat wieder mal Spaß gemacht und kann man auch meiner Meinung nach fast mit jeder Gruppe zocken, ist eigentlich echt ein cooles Ding. Clash of Rage kann ich bisher nichts Negatives zu sagen, es spielt sich schnell, es spielt sich flott, es gibt hart auf die Schnauze und ja, deswegen von mir bei Clash of Rage wieder mal auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann habe ich Post-Human Saga gespielt und zu Post-Human Saga ist direkt das erste Spiel, was nicht mehr in meiner Sammlung weilt. Ist nämlich ausgezogen. Was kann man zu Post-Human Saga sagen? Es ist im Prinzip so ein Versuch, durch Euro-Mechanismen ein Spiel herzustellen, in dem eine gewisse Immersion stattfindet, in dem man so die Welt erkundet, so ein bisschen kennenlernt, was da passiert, dass man auch vor so Entscheidungen gestellt wird, dass man irgendwie begegnet und so weiter. Und die Idee dahinter fand ich mega cool. Ja, das Material sah top aus, cooles Artwork, Story hat mir gefallen und als ich es gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, so, ja, könnte auf jeden Fall funktionieren. Hat es aber nicht. Also ich persönlich fand es kackenlangweilig. Es hat einfach nur, auch diese Kampfmechanik war, wenn ich mich noch daran erinnere, irgendwie, man geht halt rein, es gibt eine Kampfrunde, wenn du überlebst, hast du es geschafft, wenn nicht, dann halt nicht. Und nee, also die Story kommt überhaupt nicht durch. Man läuft halt, ja, man legt im Prinzip dann auch so durch so Plättchen, die man ziehen kann und so, legt man dann auch seinen Bereich aus. Man hat auch null Interaktion, also jeder macht irgendwie so sein Ding.
Also da kommt überhaupt nicht irgendwie, dass man da vielleicht auch noch was irgendwie gegeneinander oder so macht. Irgendwie macht jeder halt sein Ding auf seinem Feld. Man kann natürlich auch ein Team spielen. Im Prinzip ist dann so ein Wettrennen, wer irgendwas als erstes schafft. Und es war unfassbar langweilig. Und deswegen bin ich auch froh gewesen, dass ich es überhaupt noch verkauft habe. Ich habe schon überlegt, vielleicht muss ich es verlosen, damit ich es loswerde. Und ja, weiß ich nicht. Also Posthuman Saga hat mich überhaupt nicht abgeholt, obwohl er das ursprüngliche Posthuman ja eigentlich ganz gut wegkommt, soweit ich das jetzt gesehen habe. Also wird zumindest nicht zerrissen, aber Posthuman Saga. Nee. Würde ich euch jetzt gerne vielleicht noch ein bisschen was zeigen, weil wie gesagt, das Material und so sieht echt cool aus. Aber tut euch da selber einen Gefallen und also das kann ich euch wirklich nicht ans Herz legen, weil das Spiel einfach nicht das hält, was es verspricht. Man hat das Gefühl, dass da halt krampfhaft versucht worden ist, irgendwelche Mechaniken mit dieser Thematik zu verknüpfen und irgendwelche Mechaniken reinzubauen und hat dabei irgendwie ganz das Spielgefühl vergessen und das geht halt auch komplett verloren und dementsprechend, ja, von mir aus auf jeden Fall keine Empfehlung. Solltet ihr es haben und habt es noch nicht gespielt, spart euch die Zeit und haut es irgendwie raus, wenn ihr es noch loswerdet. Das nächste Game ist bei mir auch ausgezogen und ich habe mir das Spiel Hoplomachus Origins geholt. Das ist ja im Prinzip das erste Spiel, glaube ich, in der Hoplomachus-Reihe gewesen und das ist die Zweispieler-Variante, also zumindest mit den kleinen Matten und sowas. Es bildet halt so ein paar Kernmechaniken des großen Spiels ab, also dass man am Anfang so diesen Gladiatoren-Draft hat, dass man halt guckt, wen ziehe ich mir zusammen. Also für die, die es nicht kennen, Hoplomachus ist halt ein Arena-Spiel von Chip Theory Games, wo ich natürlich auch wieder mit so Poker-Chips und dann kann ich ja so Einheiten draften und dann schicke ich halt in die Arena, die kämpfen dann halt gegeneinander. Und die haben natürlich alle wieder unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedlich viel Leben, bewegen sich schneller oder langsamer und so weiter. Dann gibt es halt drei kleine Arenen, die haben alle noch so einen speziellen Kniff, wie man noch irgendwie das Ding gewinnen kann oder wie man halt noch so ein paar Punkte generieren kann. Und dann schicken wir einfach unsere Gladiatoren rein, hauen uns auf die Fresse. Vom Grundding her ist es auch cool und ich würde auch nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, war es von den Möglichkeiten her nicht das, was ich erhofft habe. Und ich glaube, ich würde dem großen Hoplomachus nochmal eine Chance geben. Das kleine ist bei mir wirklich durchgefallen, weil es einfach zu starr war, weil einfach zu wenig drumherum passiert. Es ist halt wirklich, du schmeißt die Leute rein, da starten sie, dann laufen sie aufeinander los, kloppen sich auf die Schnauze und das war's. Und bei dem großen Hoplomachus zumindest das, was ich auf jeden Fall gehört habe, ist ja zumindest so, dass dass du erst die Zuschauer anheizt, dann schickst du den rein, dann hast du ja noch einen Hero und dann laufen die anderen erstmal rum und so. Kannst ja auch mit mehr Leuten spielen, die Arena ist größer, das heißt, da ist mehr Dynamik in der Arena drin und das hast du halt im Kleinen überhaupt nicht. So vom Gefühl her, wenn ihr den Film Gladiator gesehen habt, so die ersten Gladiatorenkämpfe, wo er in so Mini-Arenen kämpft, so ist es halt nur ohne Zuschauer. Und ja, also von der Grundmechanik her bestimmt cool. Allerdings habe ich da für mich auch entschieden, wenn ich zu zweit irgendwie was Konfrontatives spielen will, dann habe ich irgendwie noch andere Spiele, die mich da mehr abholen. Und deswegen ist Hoplomachus Origins bei mir auch direkt wieder ausgezogen und habe es halt vertauscht. Und ich hoffe, dass die Person auf jeden Fall deutlich mehr Spaß damit haben wird. Und in diesem Fall, glaube, sehr spezielles Ding, muss man, glaube ich, Bock drauf haben. Stellvertretend für die gesamte Dice Throne-Reihe habe ich jetzt hier mal aus Season 1 und 2 quasi Kampf Nummer 4 einmal der Waldwächter und Kunoichi und die Himmelsbotin gegen die Vampirfürstin. Und bei Dice Throne ist es so, ich habe mich super lange dagegen gewehrt und hatte es auch nicht. Ja, ich fand es irgendwie das, was ich gesehen habe. Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der Manga- und Anime-Comic-Typ. Das muss bei mir wirklich passen, da bin ich sehr speziell. Und deswegen war ich lange Zeit gegen Dice Throne. Muss allerdings auch sagen, Dice Throne Marvel hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. So, und dann habe ich halt irgendwann gedacht, so, okay, das ist in der Schmiede auch auf Deutsch erschienen und irgendwie habe ich jetzt mal Bock, ein simples Spiel, mit dem man langfristig vielleicht auch mal etwas mit Turniercharakter, vielleicht auch an Content produzieren kann. Und dann bin ich bei Dice Throne gelandet und habe einfach mal gedacht, komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Habe mir dann, so wie ich halt bin, natürlich direkt alle Boxen geholt der Season 1 und 2. Natürlich ein bisschen schade, dass es in der Schmiede diese ja, große Box nicht gab, wo man quasi alles drin reinpacken kann. Das heißt, ich habe jetzt hier 8 von diesen kleinen Boxen drin. Und vielleicht für euch, dass ihr das auch nochmal sehen könnt, ihr habt eben in den Boxen, das ist natürlich ganz geil, also über Material, so brauchen wir nicht streiten. Jeder Kämpfer oder die Kämpferin hat halt dann hier diese Schachtel und da ist im Prinzip das Playerboard mit drin, also dass man halt das Ding einmal aufklappt, dann hat man hier all seine Fähigkeiten. Es gibt nochmal so ein Hilfschart, wo man im Prinzip dann nochmal
Geschichte erfährt und halt, was man so alles machen kann. Dann gibt es eben ein Kartendeck. Jeder hat dann noch hier so ein Lebensrad, noch so ein Rad, wo man halt so Kampfpunkte drin hat. Dann gibt es noch so Marker, womit man spezielle Fähigkeiten auslösen kann. Und natürlich dann noch die Würfel. Und dann ist es halt wirklich, also wenn man es jetzt böse formuliert, dann ist es im Prinzip ein Kampfkniffel. Ja, also es ist wirklich ein aufgebohrtes Kniffel, wenn man es so möchte. Wir haben halt ja dann verschiedene Kombinationen, die wir würfeln können und lösen damit halt irgendwelche Fähigkeiten aus. Wir müssen dann halt Schaden machen. Wir haben Fähigkeiten, die wir noch nutzen können. Manche Charaktere spielen sie ein bisschen leichter, manche ein bisschen schwieriger. Ich kann die dann so ein bisschen upgraden und so weiter. Braucht dann halt diese Kampfpunkte, die kann ich mir sammeln, kann ich mir freispielen. Dann kann ich damit mehr machen und weniger machen. Und habe dann halt so Marker, die ich reinholen kann durch bestimmte Aktionen. Also deswegen, es ist natürlich, wie gesagt, aufgebohrtes Battle-Kniffel, wenn man so möchte. Muss aber sagen, bin positiv überrascht. Es holt mich nicht so sehr ab, wie es alle abfeiern, die es mögen. Da bin ich ganz ehrlich. Aber es ist doch besser als gedacht. Wenn man halt mal einen smoothen Absacker möchte, dann spielt man das eben. Es ist natürlich ganz viel Glück dabei. Das muss man auch einfach so sagen. Wenn ich die ganze Zeit total rotze Würfel, kann ich halt ein bisschen was kann ich immer machen. Aber wenn halt mein Kontrahent oder meine Kontrahentin halt natürlich die deutlich besseren Würfel hat und deutlich effektivere Karten zieht, dann hänge ich einfach hinterher. Da muss man irgendwie mit klarkommen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, ob es da irgendwelche Strategien gibt, wo man wirklich alles irgendwie mit durchstehen kann, wenn man seinen Kämpfer oder seine Kämpferin komplett kennt. Vielleicht könnt ihr vielleicht das Video mal kommentieren, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Für mich persönlich ist es ein cooler Absacker. Ich glaube auch, dass man damit ganz coolen Content produzieren kann. Da muss ich mal gucken, ob das irgendwann mal ja, passt. In dem Sinne, bei Dice schon kann ich euch keine Empfehlung geben, aber kann auch nicht sagen, nee, dass es auf jeden Fall nichts für euch ist. Ich denke, es polarisiert. Bei mir wird es bleiben, weil ich eben die gesamte Aufmachung cool finde. Und wie gesagt, auch für Leute, die sonst nicht viel spielen, kann man es, glaube ich, auch ganz gut auf den Tisch bringen. Deswegen habe ich es erstmal behalten. Und in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, plus minus null, Dice Throne. Next one ist Code 3. Und bei Code 3, wie ihr seht, auch keine Box. Da geht es eben darum, dass wir uns ein Team von Cops zusammenstellen. Bauen wir halt, also jeder Cop hat immer so seine 5 Karten, sind es, glaube ich. Das heißt, die mischen wir zusammen. Jeder Cop hat Stärken und Schwächen, spielt sich auch ein bisschen anders. Die beiden sind dann quasi so ein Duo. Und dann brettern wir mit unserem Polizeiwagen die ganze Zeit so durch die City. Da gibt es natürlich so ein paar Hinweise. Also da gibt es irgendwie den Heath Plaza, der so ein bisschen an Nakatomi Plaza erinnert und so weiter. Und dann gibt es so verschiedene Events, die stattfinden. Überall in der Stadt gibt es natürlich immer so kleinere Verbrechen. Auch ganz witzig gemacht. Eigentlich gibt es so eine Karte, so dass der Naked Guy, der dann irgendwie durch den Park läuft, da müssen wir da hin und den Typen da wegholen. Das Ganze läuft dann im Prinzip über ganz einfache Mechaniken, wo es auch um Würfelergebnisse geht. Und dann haben wir immer noch so einen Chief, der uns immer noch so ein bisschen unterstützt. Und im Prinzip ist es so, dass wir dann so ein Kartendeck haben, mit dem wir durch eine gewisse Story spielen. Die Story ist tatsächlich ganz cool. Also die erste Story, die habe ich zweimal gespielt, die war so, naja, ein bisschen eng, ein bisschen dünn. Aber die zweite Story, da ging es wirklich darum, dass wir irgendwie so einen alten Fall irgendwie, so einen Cold Case irgendwie aufarbeiten wollen. Und dann finden halt auch irgendwie in der Stadt immer so bestimmte Ereignisse statt, wo wir eben an diesem alten Fall wieder arbeiten können. Damit triggern wir so ein bisschen die Story und dann kommt halt am Ende heraus, dass unser Chief da mit drin steckt und dann wird uns das angehangen und so weiter. Also da ist die Story schon echt cool und das macht auch Bock. Die Mechanik ist im Prinzip super simpel. Wenn wir halt irgendwo ermitteln, dann ziehen wir aus so einem Beutel irgendwelche Sachen raus, entweder die passen nicht, dann haben wir Hinweise gefunden oder nicht, oder haben die richtigen Zeugen verhört oder eben nicht, und ansonsten fahren wir durch die Gegend, versuchen halt mit einer ganz einfachen Würfelmechanik das Ganze eben einfach irgendwie hinzukriegen. Und das Ganze macht auf jeden Fall Spaß. Ich hatte aber das Gefühl, dass cooler als diese Story, ist natürlich jetzt voll subjektiv, hätte auch anders sein können, habe ich mir gedacht, okay, das ist schon top-notch von der Story her. Aber dazu fand ich dann auch die Mechaniken wieder so ein bisschen dünn. Das heißt, Code 3 ist bei mir auch bei so einer Plus-Minus-Null-Ranking. Es hat mich, ich fand es cool, als ich es erstmal gespielt habe. Auch für die Leute unter euch, die so Maximum Apocalypse zum Beispiel mögen, die werden auch Code 3 total feiern. Ich mag die Mechanik, also thematisch holt es mich schon ab. Ne? Weil wir auch, je nachdem, wenn wir schlecht arbeiten, dann bekommen wir so eine interne Ermittlung. Wenn wir zu viele interne Ermittlungen haben, dann werden wir so verhört, müssen wir zum Chief und so. Wenn wir gute Sachen machen, dann kriegen wir so Medaillen und dann bekommen wir halt so Auszeichnungen und so bauen wir halt unser Deck auch so Stück für Stück auf. Also ich würde jetzt sagen mal Deck Evolution ist das mehr, weil eben das Deck sich
vergrößert, Step by Step, aber dabei halt auch entwickelt und besser wird einfach. Ne? Das ist auch cool. Das ist alles recht. Also, das ist schon, wenn man sich darauf einlässt, sehr thematisch. Allerdings fühlt sich an anderen Stellen doch ein bisschen mechanisch an, sodass ich sagen muss, ich war mir halt nicht mehr sicher, ob es für mich langfristig diese Lust entwickelt, dass ich es auf den Tisch bringen möchte. Wir haben es an einem Wochenende direkt irgendwie dreimal gespielt. Davor habe ich auch noch zwei Partien gehabt. Also, und dann war ich auch gesättigt, muss ich dazugeben. Ne? Also, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie die weiteren Stories gewesen wären, war für mich dann so eine Sättigung erreicht, wo ich dachte, ich packe es jetzt erstmal weg. Und dann stand es halt auch schon ein bisschen, da habe ich mir gedacht, so, also die Überlegung ist ja dann immer, perspektivisch gesehen, bringe ich es wieder auf den Tisch. Und dann muss man halt auch wieder sagen, und da bin ich einfach ein bisschen resoluter geworden, ist natürlich auf Englisch, muss man dazu sagen. Und dann halt wieder Leute zu finden, die Bock haben, sich in so eine Story reinzudenken, die damit dabei sind, das ist dann wieder schwierig. Und vor allem, ich fand, das erste Szenario dauerte so eine Stunde. Total top. Knackig runtergezockt. Da waren aber auch Szenarien dabei, die halt dann irgendwie 1 bis 3 Stunden dauern. Wir haben dann auch ein Szenario 2, 2,5 Stunden gezockt. Und diese Spielzeit ist für dieses Spiel, was man da macht, einfach nicht passend. So, schlicht und ergreifend kam das noch dazu. Und deswegen ist bei mir ausgezogen. Ich glaube durchaus, dass Code 3, dass ihr euch das angucken könntet. Also es gibt zumindest eine Empfehlung von mir, dass ihr euch mal anschauen solltet, könntet. Weil ich durchaus glaube, dass es auch seine Daseinsberechtigung hat. Und wenn man auch sagt, ey, auch so ein Spiel, da ist mir die Story und das, was da passiert, irgendwie, was ich da mache, fühlt sich so cool an, dass ich auch die Spielzeit und so, dass sie mich nicht interessiert, dann ist es auf jeden Fall cool für euch. Sollte euch das natürlich dann stören, dann solltet ihr die Finger davon lassen. Dann habe ich was zugeschickt bekommen von meinen Freunden aus Bochum und zwar Obscurious nennt sich das Ganze. Und das sind im Prinzip Escape Games, so Deduktionsspiele, aus dem Hause Rätselraum Ruhrpott, was ich übrigens sehr empfehlen kann, also für die unter euch, die auch auf Harry Potter stehen oder coole Escape Rooms, die da in der Gegend natürlich wohnen, guckt es euch mal an, ich habe da die Harry Potter Räume schon durchgespielt, da wird so die Winkelgasse nachgebaut und dann geht man da rein und sieht so die ganzen Zauberstäbe, super cool gemacht, guckt es euch an und die haben jetzt auch quasi Spiele entwickelt und es gibt einmal den Hilferuf einer Elfe, das ist eben so ein Krimi-Spiel und dann gibt es noch das magische Siegel, das ist im Prinzip ein Escape-Spiel. Das magische Siegel habe ich noch nicht gespielt, bis jetzt noch nicht dazu gekommen, aber wir haben den Hilferuf einer Elfe gezockt. Wie ihr seht, das Ganze ist offen und ja, ich will gar nicht zu viel spoilern, aber ich würde sagen, also hier steht jetzt drauf Level 3 von 3 von der Komplexität. Also ich finde es natürlich cool, es bewegt sich natürlich so ein bisschen in diesem, ich nenne es mal Harry Potter Universum, obwohl eben die Harry Potter Figuren per se nicht drin vorkommen, aber nichtsdestotrotz, man merkt, es geht um Zaubertränke, es geht darum, um irgendwelche magischen Gegenstände, um irgendwelche, ja, Unterrichtsstunden und so weiter und so fort und das bettet sich auf jeden Fall ein. Also wenn ihr Harry Potter mögt und irgendwie ein cooles Krimispiel haben wollt, was zumindest ein bisschen dieses Feeling mitbringt, dann solltet ihr euch das mal angucken. Geht gerne mal auf die Seite. Ich glaube, da könnt ihr es auch bestellen. Und es ist wirklich nicht so schwer. Also, ich fand den Komplexitätsgrad im Sinne von Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall human, adäquat. Wir hatten schon ein bisschen Struggle. Wir mussten schon so ein bisschen gucken, puh, wie hängt das denn jetzt zusammen? Wer könnte das denn sein? Die Informationen sind auch teilweise cool versteckt. Ich glaube natürlich für Mega-Pros unter euch wird es gut machbar sein. Für die, die jetzt gerade frisch einsteigen, wird es auch eine gewisse Herausforderung bieten. Insofern guckt es euch gerne mal an. Wie gesagt, zum Escape-Game, magische Siegel kann ich noch nicht viel sagen. Das steht jetzt demnächst mal auf dem Plan, sodass ich es mal mit ein paar Leuten zocken kann. Insofern, ja, Obscurio Games von Rätselraum Ruhrpott auf jeden Fall mal angucken. Und wie gesagt, nebenbei kleine Empfehlung, weil ich die Räume auch schon gemacht habe, sind auch geile Escape Rooms dabei. Vorletzte Game in dieser Folge ist Talisman, die 4. Edition. Und also Talisman ist halt auch so ein Ding, ich versuche ja auch immer mal wieder meine Lücken zu schließen. Ja, so, deswegen habe ich mir auch jetzt, ich weiß ja, wenn jetzt viele wahrscheinlich mit den Augen rollen, habe ich mir auch noch Hero Quest irgendwie besorgt, weil ich es damals nicht gespielt habe. Und bei Talisman ist es genauso, bei Talisman habe ich mir auch gedacht, Potti, die Lücke musst du halt mal schließen. Mich haben viele gewarnt, die haben gesagt, oh Gott, nein, das ist überhaupt nicht gut gealtert und so. Das haben wir früher zwar viel gespielt, aber ich habe mir gedacht, komm, habe es dann für einen wirklich günstigen Kurs bekommen, habe es beim Highlander in Bochum dann bestellt, alles cool. Und dann habe ich es mit der Yassi gespielt. Vielleicht hätten wir es auch nicht zu zweit spielen sollen, es ist auch nur das Grundspiel.
Und das war halt so, ja, es, also, es, ich weiß jetzt, warum viele sagen, es ist, das, ist so ein Fantasy-Monopoly, weil du würfelst und gehst entweder da oder dahin, löst halt das aus, was da steht, kämpfst ein bisschen, musst irgendwelche Sachen sammeln, damit du in die nächsten Ebenen kommst und gehst immer weiter nach innen, nach innen, nach innen. Wer als erstes drin ist, dann kacken die anderen halt irgendwann ab. Also, bis zu einem gewissen Grad war es auch ganz nett und witzig. Und es war auch cool, was so passiert. Und irgendwann wurde es halt langwierig, weil halt immer dasselbe passiert ist. Und je nachdem, was man macht, fliegt man wieder raus und dann rennt sie wieder darum. Also bei mir ist es durchgefallen. Jetzt kommt natürlich wieder das große Aber. Ein Kumpel von mir, der Chris, der feiert das. Und der hat aber auch alle Erweiterungen. Und der sagt, Mensch, ne, also wenn du dann die Erweiterung und damit passiert noch das, und dann hast du natürlich. Also ich glaube schon, nachdem ich dann danach mal geguckt habe, was so gewisse Erweiterungen machen, dass noch so NPCs rumlaufen, dass noch dies passiert und jenes, du hast in der Stadt mehr Möglichkeiten. Also ich glaube schon, dass das Spiel natürlich aufbohrt, aufbläht und mehr Möglichkeiten gibt, sodass das Spiel dann spaßiger wird. Die Frage, und die müsst ihr mir im Prinzip beantworten, das kann ich nicht machen, ist halt, also ich hätte halt gesagt, so vom ersten Feeling her ist Talisman so ein Spiel, das spiele ich halt dann einmal im Jahr. Anstatt damals Familien halt Monopoly, hat man dann halt wahrscheinlich Talisman gezockt. Kannst du mit dem kleinen Buben zocken, dem kleinen Jungen zocken, der wirft einfach dann da den Würfel, macht irgendwas, da kannst du mit der kleinen Tochter zocken, die würfelt und macht irgendwas. Und dann ist halt die Frage, wenn du dich mit dem das so aufbläst mit den Erweiterungen, ob es dann noch diesen Charakter besitzt, also dann hast du ja schon, dann wird es ja auf jeden Fall auch komplexer, weil man mehr machen muss und mehr machen kann. Ja, bei mir persönlich ist Talisman zumindest mit der Grundbox durchgefallen, deswegen auch nicht mehr physisch vorhanden. Und da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr so dazu sagt, weil viele halt sagen, es hat halt so einen nostalgischen Wert, aber heutzutage spiele ich es eigentlich mehr. Haut es mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Zu guter Letzt erzähle ich nicht mehr viel darüber, habe ich jetzt schon mehrfach vorgestellt. Mutlose Monster, guckt es euch auf jeden Fall an. Ich finde es nach wie vor immer wieder cool. Man kann super auf Reisen mitnehmen. Schönes, kleines, kurzweiliges Zweispieler-Deduktionsspiel. Einer spielt halt den Dungeon, der andere den Ritter oder die Ritterin. Ritterin, sagt man das so? Und ja, und dann wird eben so ein kleiner Dungeon gebaut. Die Monster werden halt durch bestimmte Felder aktiviert. Und ich muss eben drei Ebenen im Dungeon überleben. Dann gewinne ich das Ganze. Verkacke ich auf einer Ebene, gewinnt der Dungeon. Ich finde es cool, ich finde es kurzweilig, ich finde es schön gemacht. Für Paare super oder für Leute, die unterwegs sind. Einfach nur ein kleines Game für zwischendurch suchen. Kann man auch ganz viele Runden spielen. Ist, glaube ich, immer ein bisschen anders, je nachdem, was man halt zieht. Man kann da auch unterschiedliche Bauarten immer nutzen. Wie gesagt, da gibt es halt so einen goldenen Cube. Wenn ihr das Ding kauft, da ist ein goldener Cube drin, gewinnt ihr eben ein Board Game Circus Spielepaket. Ich persönlich finde es super und deswegen ist bei mir wieder mit dabei, weil es immer wieder auf dem Tisch ist. Mutlose Monster ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Das war's, Quick and Dirty, neue Folge vorbei. Wie ihr seht, viele Spiele, die mich diesmal nicht so abgeholt haben, wo ich auch unsicher bin teilweise, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite haben sie coole Elemente, auf der anderen Seite ja irgendwie doch nicht so. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr das manchmal so seht, ob ihr das auch manchmal habt und wie ihr dann vor allem damit umgeht. Ja, wenn ihr bei so einem Spiel seid und sagt, ja, ich finde ein paar Sachen schon cool, aber ich finde auch genauso viele blöd, haut ihr die Spiele dann raus oder sagt ihr so, naja, komm, ich behalte es, oder ist es tatsächlich so, dass ihr sagt, naja, wenn die Konkurrenz gegenüber größer ist, dann haue ich es raus. Das würde mich echt mal interessieren. Und ansonsten knallt natürlich auch mal wieder rein, was ihr so gezockt habt und was bei euch so die Highlights und die Tops und Flops waren. Und dann bin ich auf jeden Fall fertig für heute. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr zum ersten Mal da seid. Und natürlich die Glocke, damit ihr immer am Start seid, wenn was Neues von mir kommt. Und ansonsten bin ich raus. Danke fürs Einschalten, Leute. Bleibt sauber und gesund. Zockt fleißig einen weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Potti.